einer Pressekonferenz gesagt, Herr Mitsch, ganz geschickt im Marketing, kommt mit diesem Buch, das ein Bestseller werden zur Frankfurter Buchmesse raus, aber vorab vor allen anderen, damit haben Sie einen großen Vorsprung. Ich habe es schon teilweise gelesen, Sie hatten es mir ja per Internet zugemeldet und mich hat das sehr beeindruckt. Jetzt stehe ich hier und werde hier entschieden als Botschafter vorgestellt. Und ich hatte vorhin in der Pressekonferenz gesagt, ich habe schon einen Haufen Ehrenämter. Das ist so, mit zunehmendem Alter bekommt man die, man muss sich dafür nicht bewerben. Und ich habe dann schon gesagt, das schaffe ich alles gar nicht mehr. Und dann kam Herr Mitsch und sagte, teilte mir mit, also es gibt Überlegungen, ob Sie nicht Botschafter werden für die internationalen Wochen gegen den Rassismus. Und da habe ich auch sofort Ja gesagt. Ich habe auch Ja gesagt, Frau Süßmuth, als ich dann mitbekommen habe, dass Sie ja Botschafterin gewesen sind und Theo20er, und ich kenne Sie beide, ich kenne Ihre Haltung, ich kenne Ihre Sicht dieser Welt und ich kenne vor allen Dingen auch Ihr Engagement, wenn es darum geht, für die Werte einzutreten, die in unserem Grundgesetz niedergeschrieben sind. Und das hat mich immer sehr beeindruckt. Wir hatten ja unsere persönlichen Begegnungen und da haben wir auch einiges gegen Widerstand zustande gebracht. Das darf ich dir aus dem Nähkästchen mal mitteilen. Und da war eigentlich die ganze Welt gegen uns, aber wir haben es dann geschafft. Wir hatten uns in den Kopf gesetzt, wir müssen einen Sender haben, der sich darum bemüht, das, was in den deutschen Parlamenten debattiert wird, auch der Bevölkerung mitzuteilen, einen Sender aufzubauen, der mit starken Dokumentationen das Geschehen in unserem Land und in der Welt darstellt. Wir hatten sehr, sehr viele Widerstände, aber das ist immer wieder so ein ermutigendes Beispiel, wenn man dranbleibt. Dann kommt man durch und Sie wissen, es gibt diesen Sender, obwohl es leider wieder Bemühungen gibt, da so ein bisschen dran rumzuschnibbeln. Aber wir werden diesen Feinden das Handwerk geben. Die 20er verbinden mich sehr, sehr viele schöne gemeinsame Stunden, wo wir auch einiges zustande bekommen haben. Da war ein Weinhater. Vertreter des Deutschen Fußballbundes, wenn es darum ging, die Übertragungsrechte zu verkaufen. Und wir als ARD sind fast darüber verarmt. Aber das ist für einen guten Zweck. Und er hat immer wieder darauf hingewiesen, es geht hier nicht nur um den Fußball allein, sondern auf das, was er mit sich bringt, welches Potenzial er hat, das Gefühl der Gemeinschaft, dass man das international ist, dass man Respekt vor dem anderen hat, Fairness. Und wenn es dann um Dinge geht, die im Ausland sich abspielen, dass man auch dabei die Gelegenheit nutzt, die Übertragung dieses Ausland vorzustellen. Also das war plötzlich eine ganz andere Sicht. Früher war das sehr merkantil gewesen, jetzt ging es um Werte. Und ich denke, das wird auch entsprechend beherzigt. Ich übernehme diese Aufgabe sehr, sehr gerne, weil ich mich mit dem Thema Rassismus als Journalist sehr viel beschäftigen musste. Ich hatte das auch schon in der Pressekonferenz gesagt. In meinen jüngeren Jahren, in der Aufarbeitung der Nazi-Verbrechen, dass man sich damit auseinandersetzte, dann später als Auslandskorrespondent habe ich eben die Erfahrung gemacht, dass nicht nur in Deutschland ein Phänomen ist, sondern weltweit und was sehr viel Unglück eben auch beiträgt, dann kam ich zurück und dann hatte ich das wunderbare Erlebnis der deutschen Weine und dann das Schreckenserlebnis mit den Anschlägen in Solingen und in Mölln. Das ist etwas Auftrag, das man eigentlich für längst überwunden gehalten hat, wo wir Medien auch gar nicht so aufgebracht hatten. Alle waren überrascht, einmal diese Seite in uns festzustellen. Und ich kann ja nicht nur sagen, ich bin Deutsch, wenn es überall prima ist. Ich muss mir uns zum Deutschtum bekennen, wenn es um die schlechten Seiten geht. Also das gehört dazu. Da haben wir auch die entsprechende Verantwortung dafür.
20er hat das vorhin angesprochen, in den Familien, die haben die Hauptaufgabe, aber gerade aus diesen Familien kommt ja oft dieser Rassismusgedanke und geht weiter an die jungen Menschen. Deshalb sind die Schulen sehr gefordert, die Vereine bieten eine große Chance und eben die Betriebe. Und ich als Medienmann muss sagen, wir als Medienvertreter, wir haben eine ganz große Verantwortung, wir haben eine ganz große Chance. Es ist sehr, sehr schwer, eine Berichterstattung zu machen, wo wir die Menschen, um die es geht, dann zu überzeugen. Denn dieser Rassismus, der trifft eben oft in der Maske des Biedermannes auf. Dann treffen sie in bürgerlichen Familien, da brauchen sie nur mal dran zu platzen. Wir sind ja alle wahnsinnig tolerant, solange das gut geht, da zeigen wir ja, wir müssen tolerant sein und so weiter. Ich habe immer Angst davor, wenn mal irgendwo eine Bombe platzt, Ölverhältnisse auch in Israel, die auf einmal die Stimmung kippen würde, die Sicherheit auf einmal ganz groß geschrieben wird. Und alle, das, was wir sonst so vertreten, was im Grundgesetz drinsteht, das muss der Sicherheit geopfert werden. Diese Diskussion, die habe ich in den 60er Jahren mitgemacht, als plötzlich die NPD aufkam. Wir überlegt haben, was machen wir gegen die? Dann sind wir voll auf der Rückseite dagegen angetreten und die kamen doch in die Landtag. Und dann haben wir gesagt, nach dem alten französischen Motto, ist das Lächerliche, was tötet. Und haben die lächerlich gemacht. Das hat aber auch nicht geholfen. Und dann haben wir gesagt, dann schreiben wir gar nicht darüber, weil alle gesagt haben, je mehr du darüber schreibst, desto mehr finden die Benachrichtigung. War auch falsch, sind auch weitergekommen. Es gibt diese Patentrezepte. Und deswegen sind wir Medien sehr, sehr gefordert, wie wir damit umgehen. Denn dass wir auf die, wir müssen auf die Argumente der Leute, die dieses vortragen und schüren, eingehen, um sie widerlegen zu können, wenn wir nur platt dagegen angehen. Also die Demonstration, das ist gut, sehr wichtig, sie ist ein Statement. Sie ist ein Statement. Aber dieser Rassismus, ich habe den Film wirklich, der ist wie Krebs, du hast ihn irgendwo zurückgedrängt und dann springt er in einer Radikalität an einer ganz anderen Stelle wieder hervor, wo man es gar nicht vermutet hat. Also ich denke, in der Ausbildung und auch in den Diskussionen, in den Redaktionen muss darüber sehr, sehr sorgfältig nachgedacht werden, denn man kann durch eine sehr Anti-Rassismus-Berichterstattung oft auch das Gegenteil bewirken, dass die sich so richtig bestärkt fühlen und sagen, wir gegen die. Und irgendwie gehört es dazu, wir müssen sie ja wieder gewinnen und es muss erreicht werden, dass vor allen Dingen die jungen Menschen gewonnen werden, damit wir dagegen ankommen. Es wird unausbaubar bleiben, das wissen wir, aber es muss so in Grenzen gehalten werden und so zurückgedrängt werden, dass wir in einem Staat leben, auf den wir dann, ich habe das Wort sonst nicht so gerne stolz, aber dass wir dann wirklich stolz sein können, dass wir allen Menschen eine Chance bieten, dass nach ihren Vorstellungen ihr Leben gestalten zu können. Also ich mache dort gerne mit. Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass ich da genannt wurde. Und ich hatte vorhin auch schon gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob ich eine Botschaft der Mann, ob ich nur so ein böser Gott August bin, Grüß August bin, der irgendwo steht, oder ob man auch sich an Strategien beteiligen kann, das würde ich schon ganz gerne machen. 20 Uhr guckt mich gerade so streng an, ich weiß jetzt nicht, weil ich gerade verbrochen habe. Ja, ich habe auch schon wieder. Mit Claudia Roth haben wir so schöne Stunden und wir haben auch einiges Gescheites zusammengebracht, auch das heißt mit CO20er zusammen. Also, ich freue mich sehr darauf und ich hoffe, dass wir uns noch oft wiedersehen und dann immer wieder feststellen, dass wir ein Stück weitergekommen sind und dass wir uns von Rückschlägen nicht beeindrucken lassen. Das darf nicht sein, denn wir werden Rückschläge erleben. Wir haben vorhin darüber gesprochen, Rassismus war vor 20 Jahren nicht so das Thema. Ich kann mich erinnern, das war schon ein Thema gewesen. Und damals hatten wir so eine Bewegung gegründet, die hieß Flagge zeigen. Flagge zeigen, das wollten wir. Und dann denkt man, es ist mal eine Zeit ruhig und auf einmal
Berichte in einer Ruhegewalt raus, mit dem man nicht gerechnet hat. Also, wir müssen das Thema ist das, wenn man spricht ja immer noch lieber von den Bohrenwetter, dies ist eines der dicksten Wörter, was zu bohren ist. Und dafür brauchen wir eine ordentliche geistige Kondition. Und natürlich finanzielle Unterstützung, das ist auch nicht mehr. Also ganz herzlichen Dank, dass ich hier sein darf und ich mache gerne mit. Schönen Dank, Frau Süßmuth, schönen Dank, Herr Zwanziger. Die Stiftung ist ein klasse Gedanke, denn das geht nur mit Nachhaltigkeit an, mit so kleinen Initiativen, das wird nicht funktionieren. Also alles Gute, Glück auf. Ich freue mich jetzt auf unsere Zusammenarbeit und ich habe noch ein zweites Exemplar, das gebe ich Frau Süßmuth, die ja von Anfang an...